Wir sind zurück. Ja, das ist länger. Das geht länger. Den Ford hatten wir jetzt. Mosler. Diablo. Ja, mit der nicht. Könnt auch mit diesem hier fahren. Dann lande ich wieder auf dem Dach. Gibt es einige R3? Ja, mit dem Bugatti ist natürlich auch ganz cool. Mosler 7.5, ah, darum sind viele mit dem Mosler unterwegs. Aber das 7.1, das empfinde ich aber nicht so. 8, ja, darum komme ich gut zurecht. 6.1, wie ich mal gesagt habe, ich glaube 5. 5 oder 6 habe ich dort gesagt. 5 bis 6. Ganz klar. Was C? Weil der Bugatti wird dort getestet. Daher. Weil es so lange geht. Sicher ist sicher. Ich will nicht, dass es am Schluss. Ja, voll. Weil das geht so schnell. Jetzt könnt ihr dann sehen, wie schnell das der Bugatti geht. Weil es so lange die Strecke, das ist unglaublich. Wenn es die lange ist, die hört nie auf. Ich nehme an 2 Runden. Ja gut, die sind schnelle Autos. Ja, schon vielleicht 8 Sekunden. 8 Minuten, sorry. 8 Minuten. Denke ich jetzt mal. Ja, mal schauen. Oh, Pagini ist auch nicht schlecht. Da muss ich sehr aufpassen mit den Kurven. Das gleiche. So. Dass man hier runterkommt von der Geschwindigkeit ist unglaublich. Extremer als beim McLaren, der F1er, der so ausschlägt. So. Jetzt könnt ihr mal sehen, wie schnell das der Bugatti geht. Ich muss mich konzentrieren. Und der ist zugelassen auf der Straße. Schaut mal das an. Lächerlich, hä? Ja, genau, um das geht's. Kommt nicht mehr zurück. Und der Geschwindigkeit. Dafür habe ich das Abzeichen gekriegt. Hatte ich jetzt noch nie. Unglaublich, unglaublich. Das mal bremse ich viel früher. Seht ihr das mal an, seht ihr das? Man kommt nicht runter. Ich habe früher voll auf die Klötze. Bevor es rot geworden ist, voll auf die Klötze. Ein unglaubliches Geschoss. Jetzt bin ich nicht so schnell gekommen. Jetzt wieder Vollgas. Ja, hier muss ich aufpassen.
Hier geht's nicht mehr so cool geradeaus. Ja, doch hier noch. Wann kommt das wieder? Irgendwo ist es nicht mehr so cool. Ja, hier runter. Nein, es ist da, ja genau. Nach dieser Spitzkehre hier. Genau hier fängt es an. Da muss man höllisch aufpassen. Und trotzdem wieder auf 300. Ja, aber hier aufpassen. Hier auch. Le Mans kommt einiges mehr umzufahren als wie heißt das Ding wieder? Kaido, Fuji Kaido. Unglaublich. Sein Geschoss da. Was habe ich gesagt? 8 Minuten, stimmt ja nicht. Ja, mit solchen Geschossen geht das schon schneller. Gut 9 Minuten das Ganze, nehme ich an. Jetzt nur keine Ausritte, wäre noch cool. Cool, man. Wir hatten so eine Werbung, darum fällt es mir immer wieder ein. Ausritt. Und was für einer. Mann, recht gut gefangen. Ja, wie der Zufall so will. Ja, Ford GT, oder was ist das für einer? Ah, der GTO. Aber jetzt bist du weg. Weiß. Du kommst vielleicht auf 320. Oh nein, nein, nein! Auto kaputt. Ja, genau. Hab ihn versau gemacht. Oh nein, du. Ja. Hätte ich mir ersparen können. Ich schreibe euch auf, wenn es fertig ist. Das geht länger. Ich muss es trotzdem fertig machen, kann nicht aufhören, sonst kommt es jedes Mal wieder. Bin ich ein Idiot. Ich weiß, ihr sagt nicht nein. Ja, das von runterschalten. Prozent zur Sau. Ja, was wollen wir sonst machen? Ich denke, das schneide ich ein bisschen zusammen. Nein, ich schneide es weg, genau. Das bringt überhaupt nichts. So, ab jetzt. So, willkommen zurück. Ich war jetzt eine Schnecke. Hab jetzt länger gebraucht, klar. Rennergebnisse. Beste 4.16. Gut, man sieht das nicht. 52 nur die erste Runde gesehen.
Ja, das war's. Was Schaden? Nur 500. Ja, nu. So. Ja, ich weiß, abgeschlossen. Und heute kehren wir zurück auf die Strecke der historischen Road America. Schade, schade. Hätte vielleicht trotzdem das Zurückspulen nehmen sollen. Ja. Wo ist der Musler? Musler. Ah, ich habe es ja, das Rückspulen ein. Oh Mann, bin ich ein Idiot. Ich weiß auch nicht. Das Hirn ist eingefroren, sorry. Mann, ich hätte dort zurückspulen können. Oh Mann. Ja, zu viel Arbeit, zu kalt draußen. Hirn nicht verbrannt, sondern vereist. Mann, ich sehe jedes Mal Jod und ich mache nichts. Ja, nur weil ich nicht. Ich bin mir das nicht gewohnt. Ich spiele nie mit Rückspulen und jetzt hier das erste Mal, weil ich diese nicht anfangen wollte. Und jetzt habe ich es rausgenommen. Ich hoffe, ich brauche es nicht. Was habe ich hier reingelassen? Ah ja, Bremshilfe. Mindestens das, hä? Schau, wie der Musler so ist. Ich darf nicht zu nahe. Ja, das habe ich noch gedacht. Okay, drei Runden. Ah, Musler geht ganz schön. Wieso gehst du vor mir? Mann, da muss ich mich zuerst dran gewöhnen. Mann, der geht schon da. Gute Straßenlage, viel bis jetzt. So, mach keinen Scheiß wie letztes Mal. Der kommt auch viel besser runter. Bremst viel anständiger. Bugatti kann gar nicht. Die Geschwindigkeit kommt. Der kommt nicht runter. Sehr gefährliches Auto. Ich finde, wenn schon ein Auto so schnell geht, muss es auch können. Muss es auch die Geschwindigkeit vernichten können. Der kann es. Das beste Auto, das wirklich die Geschwindigkeit vernichtet, also zu bremsen, ist eindeutig der Ford GT, den ich letztes Mal gespielt hatte. Der vernichtet super
Der ist auch nicht schlecht, da muss ich sagen. Aber gegenüber dem Ford GT, unglaubliches Auto mit der Bremse. Und der kommt gerade noch rechtzeitig mit der Bremse. Jetzt bin ich mir nicht mehr sicher, ob Königsegg auch so gut herunterkommt mit der Bremse. Ja, wäre schon toll, wenn ich doch dieses Auto... Ja gut, letztes Mal hätte ich es bekommen und habe es nicht. Ich habe den gewählt. Aber es gibt ja mehrere Königsegg. R2er, nicht der R3er. Komm schön. Ja, mit diesem Auto muss ich mich daran gewöhnen. Ich habe jetzt irgendwie den Bugatti in den Finger. Ich könnte viel schneller die Kurve nehmen. Also viel, nicht unbedingt viel, aber trotzdem entscheidend schneller. Ah, hier natürlich nicht, sonst wäre ich draußen. Ja, zu schnell. Trotzdem nicht allzu schnell. Allzu viel schneller. Vielleicht ein Müh. Nein, schon etwas schneller. So wäre es nicht schlecht. Sekunden hinter. Oh nein, jetzt habe ich das andere angeschaut. Ah. Ja, bei diesen Gefährten hier, ab R3, kann man da nicht mehr groß schauen, wo was ist. Links und rechts schauen. Da muss man wirklich die Piste im Auge behalten. Das war jetzt sehr schade. Ja nu. Saubere Ware. Ja, komm. Knapp. Jetzt kommen noch zwei Rennen. Dann nimmt es mich wunder, was für ein Auto. Und heute fahren sie erneut auf dem Grand Prix-Kurs des Nürburgrings. So. Ah, ja, das ist ein Rennen mit zwei. Genau. Ich habe 818.000. Ich will was anderes fahren. Ich habe nur R3. Okay, die habe ich gehabt. Und der ist ziemlich schwer für mich. Eben der ist unglaubliche Vernichtung. Bremsen 8-3. Ja, seht ihr, 6-1. 7-9, 8-2, 7,
72697277. Ja, wie ich gesagt habe, unglaubliche Vernichtung von der Geschwindigkeit. Okay. Dass es Spaß macht, nehmen wir diesen hier. Ja, rückspulen. Nicht, dass ich nochmals auf dem Dach lande. Und ja, so sei es. Nochmals Nürburg ohne nichts. Genau das, was ich nicht so gut kenne. Weil jetzt ist schon ein bisschen langweilig gewesen. Habe dominiert. Ich bin der Dominator. Ein Schwafelzeug, was ich rauslasse. Mann, oh Mann. Ja, das gibt's. Die Schwafelkiste. Weiß nichts anderes zu sagen. Darum eingeschwafelt. So. Gut, sie geht ab. Wie eine Ragata. Das sollte auch so eine gute Handling haben. Ich finde nicht. Das schlittert herum wie eine Gondelbahn. Ja, bei dem muss ich aufpassen. Der vernichtet die Geschwindigkeit wie kein anderer. Aber der geht da. Ja, ich gehe auch in die Büsche. Ab in die Büsche. Mit dem Hund Gassi gehen. Mann, ich bin Sechster. Geht's noch? Nein, Le Mans war ich Letzter. Vierter, ja, das gefällt schon besser. Lass mich in die Mitte durch. Danke. Das ist ja ein Porsche hinter mir. An einem Ferrari. Komm vor, komm. Ja, komm vor. So. Sonst geht es für mich nicht gut. Nur schön hinten dran bleiben. Komm weiter, weiter. Ich muss so fahren, sonst das geht nicht anders. Oh nein! Ich habe wieder nicht aufgepasst.
Noch eine Runde dann. Ah, jetzt habe ich gebremst. Ah, der gelang mir noch recht gut. So, jetzt aufpassen. Jetzt versuche ich trotzdem mal, es einfach mal mit Gefühl und nicht zu übertreiben. So. Wo ist es? Hier. Ja, jetzt mache ich ein bisschen der Zapfius. Und du ziehst mir den Zahn, ich weiß. Also wenn ich jetzt eben raussehe, glaube ich verloren. Und genau das ist es. Genau das war's. Ja nu. Mein Spruch. So, dritter. Zweiter. Erster. Yes! 61, ja. Das andere konnte ich nicht erwarten. Komm, mach weiter. Fahrerbelohnung. Ferrari? Bin ich jetzt gefahren? 8. Affinität. Ja, das ist schon ziemlich viel gefahren, Ferrari. Und in der Affinität gehe ich mal schauen. Ah. Ja. Ich lasse es gleich, he? Ja, ich lasse es gleich. Bin Erster geworden. Mit Mühe und Not. So. Los geht die Party. Und ich bin wieder draußen. Da war ich jetzt nicht schuld. Der andere drückt, seht ihr? Der andere ist jetzt zweimal in mich reingefahren. So, jetzt probiere ich's, vorne zu sein. Ich kenne diese Strecke sehr schlecht.
Also nicht so schlecht wie Kaido, weil sie nicht so anspruchsvoll ist. Die Kaido Bergrennen. So, sieht gut aus für mich. Ohohoho, fast in die Wand rein. Oh, jetzt kommt es drauf an. Ups. Hier vorne, wann soll ich bremsen? Keine Ahnung wann. Ja, jetzt bin ich zu spät. Ja, ich weiß. Das war jetzt unanständig. Egal, ich will Erster werden. So, die Kurve noch knapp gekriegt. Der andere geht ab da vorne. Das gefällt mir überhaupt nicht. Oh, ja, ja, okay. Jetzt habe ich auch nicht gesehen, wer kommt und wer nicht kommt. Ja, diesmal sieht es schlecht aus. Irgendwie bin ich aus dem... aus dem Takt. Ich weiß auch nicht warum. Komisch. Ja, nu. Ich versuch's trotzdem nochmals. Schon wieder draußen. Falsch. Ja, das war's, hä? Mein Janu kommt jetzt nicht mehr. Ja, Sechster. Ich schätze, 2 kann ich holen. Genau. Die sollte ich holen können. Ja, viel zu schnell. Ja, diesen Zirkus ist ein heißer Lauf. Komm jetzt, diese 2 holen. Bin zufrieden. Jetzt, wenn ich den Dritten holen könnte, den dritten Platz, bin ich zufrieden. Ich habe zu viele Ausritte gemacht.
So, dritter. Schön. Gut, besser wäre es anders gewesen. Aber eben, was soll's. War ich jetzt besser? 209. Ich denke schon. 209. Nein, 210. Das erste war besser. Ja, und das war's schon. Ah nein, ich mache mit euch noch was Schönes. Ah, trotzdem erster. Gut, gut. Die Fahrbelohnung. Ah, jetzt kommen diese Stockcars, genau. Ja, was wollen wir da nehmen? Keine Ahnung. Diesen hier. Ja, ja. So, und das nächste Mal. Hervorragend. Sie haben die Elite-Klasse abgeschlossen und sind qualifiziert für die Meisterschaftsserie. So, so. Die Meisterschaftsserie stellt die besten Fahrer in den schnellsten Autos auf den legendärsten Strecken der Welt auf die Probe. Wohin? Jetzt kehren Sie auf den Circuit de Catalunya bei Barcelona zurück. Das sehen wir das nächste Mal. Und tschüss.